Jugend präsentiert feiert 10-jähriges Jubiläum und lädt euch ein zu 10 Minuten mit Christoph Biemann. Christoph ist Moderator bei Die Sendung mit der Maus. Hier geht er in den Sachgeschichten unterschiedlichen Alltags- und Wissensthemen auf den Grund. Mit viel Humor natürlich. Was das Erfolgsrezept für die Sachgeschichten ist, das erzählt er euch jetzt im Gespräch mit Moderator Alexander Königsmann. Und damit herzlich willkommen. 10 Jahre Jugend präsentiert. Und das gilt es zu feiern. Und das machen wir unter anderem, indem wir uns 10 Prominente gesucht haben, die auf ihre eigene ganz charmante Art und Weise Wissenschaft lebendig werden lassen, die Wissenschaft präsentieren. Und ich freue mich sehr auf unseren heutigen Gast. Ihr kennt ihn alle aus der Sendung mit der Maus. Hier ist 10 Minuten mit Christoph Biemann. Hallo Christoph, hallo. Schön, dass du da bist. Wo erwischen wir dich gerade? In meinem Büro. Ganz einfach. Das heißt, du bist schwer beschäftigt und denkst dir wieder neue Sachgeschichten für die Sendung mit der Maus aus. Erstmal natürlich herzlichen Glückwunsch, nochmal nachträglich. Die Maus ist im März 50 Jahre alt geworden. Das ist erstmal für ein Fernsehformat eine ganz schön stattliche Zeit, die ihr schon auf Sendung seid. Und das habt ihr wahrscheinlich gebührend gefeiert, oder? Naja, wir konnten nicht so, wie wir wollten, wegen Corona. Also das große Fest, das muss noch kommen. Also das ist versprochen, das wird es geben, aber man weiß noch nicht wann. Okay, aber das muss natürlich gefeiert werden, definitiv. Und nichtsdestotrotz, es gab ja auch eine Geburtstagssendung zur Maus. Und konntet ihr denn wenigstens Armin und Ralf und all die anderen irgendwie virtuell miteinander anstoßen? Nee, also wir haben natürlich bei der Produktion der Sendung haben wir uns natürlich gesehen und getroffen. Aber so richtig gefeiert haben wir nicht, nein. Okay. Du machst jetzt schon seit so vielen Jahren die Sendung mit der Maus, produzierst Sachgeschichten, bist selber vor der Kamera und hast schon so viele von diesen Geschichten produziert. Gibt es irgendeine, die dir ganz besonders in Erinnerung geblieben ist, wo du sagst, daran erinnere ich mich immer noch gerne zurück? Oder vielleicht auch mehrere, ja? Nein, es ist ja immer so, dass man praktisch so 5, 6 Filme gleichzeitig macht. Nebeneinander und da hat man den Kopf ziemlich voll und wenn die dann fertig sind, dann vergisst man sie nicht, das ist nicht so, aber man muss das so ein bisschen über die Löschtaste laufen lassen, weil sonst ist der Kopf zu voll. Ja, das stimmt. Aber nichtsdestotrotz gibt es ja dann vielleicht manchmal Leute, die man getroffen hat oder ein Thema, was man behandelt hat oder irgendetwas, wo man sagt, das hat jetzt mal so richtig viel Spaß gemacht, das war irgendwie toll. Also die Geschichte mit den Brücken war natürlich super. Weil das die erste war, deswegen ist immer besonders in Erinnerung. Ja. Ja. Die Geschichte mit den Brücken müssen wir vielleicht auch noch mal ganz kurz erklären. Das war, glaube ich, deine erste Sachgeschichte, wenn ich recht informiert bin, wo du auch selber als Christoph dann auch vor der Kamera standst. Und da ging es darum, dass ihr die 10 besten Methoden ausprobiert habt, um über einen Fluss zu gelangen. Und du bist tatsächlich 10-mal in verschiedener Art und Weise, mal auf Stelzen, mal mit einem Seil, mal mit einem Lasso, hast du versucht, über diesen Fluss zu kommen. Du bist eigentlich ständig ins Wasser gefallen, bis dann, glaube ich, Platz 2 sogar war dann, dass du einfach über die Brücke gegangen bist. Genau, das war die Lösung. Das war einfach eine Geschichte, wir hatten ganz viele Brücken aufgenommen. Armin Maywald hat einen Film gemacht über die Ruhr und ist einfach für die Recherche an der Ruhr lang gefahren, hat jede Brücke aufgenommen, um einfach mal zu gucken, so ein Gefühl zu kriegen für die Ruhr. Und dann hatten wir diese ganzen Brückenaufnahmen und dann, was kann man damit noch machen? Und da ist der Film entstanden, über die Brücken. Ja, dann haben wir auch schon fast so einen kleinen Einblick, wie ihr in der Recherche vorgeht, wie ihr neue Themen findet. Aber ich habe gerade gesagt, Platz 2 war die Brücke. Weißt du noch zufällig, was Platz 1 war? Ja, das war die göttliche Fügung. Moses durchquert das Rote Meer, das Meer teilt sich. Richtig. Und, aber das habe ich noch nicht so drauf gehabt. Ne? Inzwischen, na, wer weiß. Woran arbeitest du gerade, Christoph? Kannst du das verraten? Ja, klar. Ich bin dem Geheimnis auf der Spur, wie die Zapfpistole an der Tankstelle merkt, dass der Tank voll ist. Warum macht das da Klack?
Nicht ganz ohne. Das nicht ist ganz so leicht zu erklären. Ja, ja, man denkt ja immer, eigentlich hat es in der Sendung mit der Maus alles schon gegeben. Ne? Nach so vielen Jahren irgendwie müsste eigentlich fast jedes Thema einmal durchbehandelt sein. Aber das ist wahrscheinlich gar nicht so, oder? Nein, es gibt immer neue. Und ja, die Zuschauer sind auch so fleißig und schreiben und haben die verrücktesten Fragen. Und über diese verrückten Fragen wollen wir natürlich gleich noch ein bisschen weitersprechen, denn wir sind schon in der Hälfte unserer kleinen 10 Minuten mit Christoph Biemann-Sendung angekommen. Das heißt, nach 5 Minuten spielen wir immer unsere Speed-Runde. Das heißt, ich werde dir jetzt 2 Begriffe nennen und du wirst dich ad hoc für einen davon entscheiden. Okay? Bist du bereit? Sehr gut. Dann Lach- oder Sachgeschichte? Sachgeschichte, klar. Selbstverständlich. Ente oder Elefant? Elefant. Okay. Kino oder streamen? Kino natürlich. Selbstverständlich. Captain Blaubeer oder Heinblöd? Oh, da muss ich... Captain Blaubeer, doch. Alles klar, verstehe. Und der Pullover, grün oder rot? Grün. Natürlich, der grüne vor Pullover. Der Kamera. Sonst? Hast du jemals privat einen grünen Pullover getragen? Seitdem du ihn immer... Mal so, ja. Also okay. Seitdem ich den vor der Kamera trage, eigentlich nie. Das ist ja auch ganz und witzig, weil ich eigentlich nicht erkannt werde auf der Straße ohne einen grünen Pulli oder nicht so häufig. Ist das ja, so? Also sobald du was anderes als einen grünen Pulli anhast, erkennt dich keiner. Das ist ja eigentlich sehr praktisch, oder? Ja, oder die Leute denken, der ist privat unterwegs und ja, respektieren das. Die gelben Kopfhörer sind aber privat jetzt gerade oder fürs Fernsehen? Die sind vom Kiraka. Geschenkt bekommen und benutzt die natürlich. Ja. Aber dann erzähl doch mal, ich glaube, es gibt wahrscheinlich keine Geschichte, die du öfter erzählt hast als die Geschichte des grünen Pullovers, aber es ist nun mal dein Markenzeichen. Und wenn man sagt, der Christoph aus der Sendung mit der Maus, dann wer ist das nochmal von den beiden? Ja, natürlich der mit dem grünen Pullover. Ach ja, klar, dann weiß ich natürlich. Und das war eigentlich nur ein lustiger Zufall, oder? Ja, also wir wollten die Atommaus machen. Komplizierte Geschichte, war klar, da wird lange dran gedreht. Und ich stand vor meinem Kleiderschrank und damals war es Mode, so verschiedene Farben zu haben in meinen Pullis. Und von den Grünen hatte ich 2 und habe ich gedacht, okay, wenn meine Frau irgendwie einen in die Wäsche steckt, dann habe ich immer noch den anderen. Das war der Grund. Ja, und seitdem ist es so. Und es hat sich gelohnt. Du kannst ja eigentlich froh sein, dass du nicht nur noch 2 rote Hosen in der Schublade hattest. Ne? Bin ich, ja, ganz klar. Ja. Aber dann lass uns bitte nochmal über die Themen sprechen. Das ist ja total wichtig. Und du hast ja auch mal, also was ich ja auch spannend finde, du hast mal gesagt, für dich oder für euch ist die Sendung mit der Maus eigentlich gar keine Wissenssendung, was man immer denkt, sondern in erster Linie ist es eine Unterhaltungssendung. Und wenn ihr jetzt über neue Themen nachdenkt, wenn ihr recherchiert und wenn ihr überlegt, wie machen wir jetzt diesen Beitrag, gibt es da vielleicht irgendwie den ein oder anderen Geheimtipp? Was glaubst du, was ist euer Erfolgsrezept, warum ihr diese ganzen Sachgeschichten immer so wahnsinnig toll und prägnant und auf den Punkt produzieren könnt? Wie geht ihr da vor? Wir geben uns Mühe, ganz einfach. Mhm. Ja, also wenn wir überlegen, was wir machen, gucken wir natürlich, was kann man da zeigen, was kann man da sehen, welche Bilder kann man machen. Und dann geht es darum, das möglichst lustig zu machen, möglichst leicht. Und um das leicht erzählen und erklären zu können, müssen wir selber sehr gut Bescheid wissen. Mhm. Dann weiß man nämlich genau, was kann ich weglassen, was ist ganz wichtig. Mhm. Habt ihr denn über die Jahre gemerkt, gibt es irgendwie ein Geheimnis, wo man merkt, so, oh, das hat die Kinder jetzt ganz besonders interessiert oder deshalb haben sie ganz besonders gerne zugeschaut? Also ich denke gerade bei dir oder auch bei deiner Rolle, die du ja so ein bisschen spielst, auch in der Maus, so dieses ganze Thema Humor, wie wichtig ist das? Ist das vielleicht das Geheimnis auch ein Stück weit? Ja klar, das heißt, man sagt doch, wer lacht, lernt schneller. Das ist ganz einfach. Und das stimmt ganz klar. Und wenn einer zum Beispiel eine Geschichte, eine Erklärung von uns vielleicht nicht ganz verstanden hat, weil er noch zu klein ist oder so, hat er wenigstens Grund, ein bisschen zu lachen über meine Tollpatschigkeit oder über ein komisches Gesicht, was ich ziehe oder wie auch immer, und hat trotzdem Spaß dran. Und der Spaß ist das Wichtige, weil Spaß vermittelt sich eigentlich nur, wenn man was versteht. Also wenn man nach 5 Minuten mehr weiß als vorher, und das ist ein gutes Gefühl. Das ist das Geheimnis.
Auf jeden Fall. Gibt es denn ein Thema, wo du sagst, das möchte ich auf jeden Fall unbedingt bald nochmal angehen, das möchte ich noch erklären? Gibt es so irgendetwas, was vielleicht auch, ich meine, die technischen Möglichkeiten haben sich auch in den letzten 50 Jahren ein Stück weit verändert, was man alles erklären kann. Gibt es etwas, wo du sagst, so jetzt können wir das machen? Jetzt im Moment nicht, aber zum Beispiel haben wir jahrelang darauf gewartet, dass eine Kamera Glühwürmchen aufnehmen konnte. Okay. Die war vor 10 Jahren, waren die Kameras noch nicht so weit. Jetzt geht es und dann haben wir den Film natürlich auch gemacht. Okay. Christoph, unsere 10 Minuten sind leider schon um. Wir könnten noch stundenlang weitersprechen. Ich freue mich sehr, dass du dir Zeit genommen hast, dass du bei uns warst. Ich wünsche dir alles Gute, weitere 50 Jahre mit der Sendung mit der Maus. Grüß ja. bitte alle ganz lieb. Herzlichen Glückwunsch ja, nochmal nachträglich und auf bald. Danke. Danke. Okay, bis dann. Tschüss. Tschüss. Und euch natürlich auch. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal bei 10 Minuten mit. Bleibt gesund und tschüss. Und wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, nochmal 10 Minuten zu schauen, dann einfach mal oben klicken.